sieht ein Hund aus, der gerne kommt. Sie kann nichts falsch machen an den Geräten. Es liegt an uns, sie so zu motivieren, dass sie es richtig macht. Stehen ja immer so ein bisschen als Mittler zwischen den Menschen und ihren Hunden. Weißt, dass sie den Hund einfach ein bisschen besser verstehen werden. Oder? Warum tut der Hund das jetzt vielleicht in der Situation noch nicht? Da gibt es oft ganz eine Menge Gründe. Ne? Und immer wo es versprochen wird, das Leckerchen, da wird es ihm auch gegeben. Also nicht irgendwie das Leckerchen weiterziehen. Und er hat das Gefühl, die veräppelt mir, die gibt es mir ja gar nicht. Dass er das Gefühl hat, auch ein Ziel erreichen zu können. Weil wenn ich es da oben hinlege, wird er so, oh, das ist so weit weg. Das traue ich mir noch nicht. Doch, traut er sich. Also bei der Arbeit mit dem Hund ist mir wichtig, dass man den Hund am Erfolg lernen lässt. Dass man den Hund nicht erst ins Fehlverhalten reinmanövriert, ihn erstmal den Fehler machen lässt, nur um ihn zu schimpfen und ihn korrigieren zu müssen, sondern dass man so arbeitet, dass man dem Hund hilft, dass es gleich richtig macht. Das ist positives Lernen und macht richtig Spaß. Deswegen ist bei mir Schwerpunkt eher so ruhig, langsames, konzentriertes Arbeiten.